Wenn die Leute das Wort Hacker hören, denken da viele Menschen, die ihre Computer mehr pflegen über ihre sozialen Kontakte. Dabei können den gewissen Angst, dass das Leute durch ihre technischen Kompetenzen und da näher kommen, die sie missbrauchen könnten. Dann Chef, wo belötzen bei ihr Hacker kann gucken, ob das Klischee noch wirklich stimmt. Vom 22. bis zum 25. Juli geht es in Belvedere zu Dietlingen von alles ernst wie gewöhnliches Gaut bewohnt. Sie können sich zwar auch für die Natur begeistern, an der ersten Abhänger ihr ganz anderen. Auf der Hackerin treffen sich nämlich Leute, die nicht bei ihrem Interesse und der Technik belohnt sind. Wir sich informieren, freckeln und wissen wollen weitergehen. Am Mäßlich dann organisiert geht diese Kampf vom Chaos Computer Club Lützburg auf dem Syndicate Hackerspace Luxemburg. Wie auch bei vielen anderen Ausdrücken, die falsch benutzt gehen, als beim Wort Hacker etwas ganz solid schiefgelaufen. Ein Hacker ist ja am Funk ein, den sich für ein Medium oder eine bestimmte Sache interessiert, den sie am Funk will ausnutzen, für etwas zu machen, wofür sie alles können, dass die näher das. Wir haben am Funk einen Begriff für die Leute, die dann eben zum Beispiel einen Seed-Hacker für dann irgendeinen Profit rauszuschlagen, das ist dann eben ein Cracker. Und von denen distanzieren wir uns ganz klar. Weil wir wollen eben Positives und nicht Negatives also in Aktivitäten machen. Sowohl diese Kampf wie auch den Hackerspace Lützburg adressieren sich nicht nur die Leute, die schon ein größtes Vierwissen haben. So gut wie alle Haushalte haben Computer und auch Internet-Access. Bei den meisten passt das sogar mittlerweile an Tasch. Finanzen können die per Online-Banking auf der Toilette generieren. Bumi, Tata aus dem Mäßlik, also gehört ein Hund für einen Facebook-Account. Und auch bedeutet das leider nicht, dass jeder weiß, wie gut oder ob man es für sich stimmt oder umgehen soll. Ja, das Problem ist sicherlich, dass Privatsphäre noch nicht so richtig verstanden wird von vielen. Das heißt, da ist schon noch Sensibilisierung nötig, dass Leute nicht freiwillig ihre Daten einfach jedem in die Hand drücken. Das wäre, als wenn ich jetzt mitten auf der Straße jemandem meine Kreditkarte in die Hand drücke und noch die PIN dazu gebe. So gehen manche Leute mit ihren privaten Daten im Internet um. Vor allem für Jugendliche ist Kommunikation per Internet nicht mehr wasch zu denken. Mir viele von ihnen schreiben hier jede Spruch auf einer Art und Weise, bei der sich Michael Rodosch am Grafgiver umdrehen. Für das den aber auf Friede Ruhe kann, hat Michael Weimerskirch das Programm Spellchecker entwickelt. Zusätzlich wird er dann noch vier Tage auf der Hexagreen gehalten. Es gibt einerseits den Online-Checker, wo ich kann über den Internet-Sitzung Texte verbessern, ohne dass ich etwas installieren muss, ohne große Computerkenntnisse zu haben. Es gibt einfach Versionen, die ich kann rufladen, für auf seinem Computer während dem Tippen direkt Texte verbessern zu lassen. Für vom schönen Seed an der Umgebung zu profitieren, gibt es spezielle Rallye organisiert, die ganz am Zeichen von der Technik stehen. Das ist wirklich eine Kombination von Technik und Natur, wenn ich so will. Das heißt, wir gehen als wirklich Technik-Freaks, gehen wir auch an Natur. Das heißt, die Klischee, dass wir immer just wandern, als im Keller sitzen, ganz allein, und aufgeschaut von der sozialen Welt, das ist wirklich Klischee. Wir gehen auch reisen, und das ist wirklich der beste Beweis dafür, und das ist ziemlich flott, weil wir sind in einer großen Gruppe, holen als Minicomputer bzw. als GPS mit, laufen dann mal raus, sichern ein Ziel, wo wir eben wieder nachgehen, und dann gucken wir eben, was dann dem Geocache dran ist. Also das ganze nette Geocache ist mehr, dass ein Cache. Und die Cache ist ein Art Container, wo etwas dran ist, also Logbuch. Da drehen wir dann als Nummern, dass wir im Defund tun. Der Samstagabend wird der Liquid Bass Participant musikalisch mit einem elektronischen Live-Set versorgen. An der Sonde fanden noch Workshops auf Vierträge statt. Wenn ihr vorwärts geht, seid ihr herzlich willkommen.